Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, liebe Besucher, ich begrüße Sie alle hier heute ganz, ganz herzlich im neuen Jahr. Ganz besonders namentlich möchte ich begrüßen meine zwei Beigeordneten, Bernd Schweigert und Frank Jordan, alle Mitglieder unseres Gemeinderates, die anwesend sind, alle Vereinsvertreter. Wir haben im vergangenen Jahr leider von 24 Mitbürgerinnen und Mitbürgern Abschied nehmen müssen. Ich möchte mit einschließen in das Totengedenken ebenso die langjährige Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde Offenbach, die Susanne Grab, die wir letzte Woche im Alter von nur 49 Jahren zu Grabe tragen mussten. Stellvertretend für alle Verstorbenen habe ich sie jetzt hier genannt. Vielen Dank. Wieder hat sich ein Jahr zu Ende geneigt. 365 Tage lang ist unser Planet und wir mit ihm um die Sonne gereist. Jetzt im Moment befinden wir uns in einer Zeit des Übergangs, die uns die Chance zur Besinnung gibt. Dies ist ganz besonders wertvoll, weil es die Möglichkeit ist, in beide Richtungen zu schauen. Wer nur nach vorne blickt, dem wird kein Abschied gelingen. Und wer sich nur auf das Zurückschauen konzentriert, der kann nichts Neues beginnen. Obwohl manchmal die Versuchung sehr groß ist, sein Herz an das Vergangene zu hängen, erinnert uns schon der chinesische Philosoph Konfuzius daran, dass wir, egal wohin wir gehen, dies stets mit ganzem Herzen tun sollen. Daher möchte ich an diesem Neujahrsempfang 2016 auch hier in Essingen diejenigen besonders erwähnen, die sich der Herausforderung gestellt haben, die sich der Flüchtlinge, die in Essingen versuchen, eine neue Heimat zu finden, angenommen haben. Man mag zum Thema Obergrenze und Grenzschließung stehen, wie man will. Fakt ist, hier bei uns im Dorf in Essingen sind Menschen aus fernen Ländern, die Hilfe benötigen und die diese Hilfe nicht nur durch die offiziellen Stellen in der Verwaltung erhalten haben, sondern durch den selbstlosen Einsatz zahlreicher Mitbürgerinnen und Mitbürger im Ort. Und auch wir müssen uns jeden Tag aufs Neue bewusst machen, dass wir alle dazu beitragen können und müssen. Dass das, was wir im Kleinen erreichen können, nicht von alleine erreicht wird. Ganz besonders möchte ich daher heute stellvertretend für viele andere Danke sagen an Barbara Eisen, Cornelia Merdian, Tina Bauer, Frank Jordan, Marion Fliemann, Wolfgang Volz, Silke Benzinger, Irmgard Kornmann, Wolfgang Dörr, Ilona Simon, Matthias und Beatrice Neugil sowie Andreas Schindler. Natürlich sind es hier im Dorf noch viel mehr Menschen, die sich engagieren. Aber Frau Barbara Eisen, die heute leider nicht anwesend sein kann, war sozusagen die Frau der ersten Stunde. Als Lehrerin sah es ihre Aufgabe sofort darin, einen regelmäßigen Deutschunterricht zu initiieren. Und das ist leichter gesagt als getan. Bringen Sie mal 10 Personen oder mehr, die teilweise nicht einmal Englisch sprechen können, sondern Syrisch oder Afghanisch, sich untereinander teilweise nicht einmal verständigen können, bringen Sie denen mal die deutsche Sprache bei. Aber auch für uns so ganz selbstverständliche Dinge wie Mülltrennung, Ruhezeiten, deutsche Umgangsformen, Öffnungszeiten von Ärzten und Geschäften, Busfahrpläne und eben deutsche Ordnung müssen diese Menschen erst einmal kennenlernen und akzeptieren. Mit hierzu beigetragen haben Sie, die hier stehen, in ganz besonderem Maße und deshalb gilt Ihnen heute auch mein ganz besonderer Dank. Natürlich tragen hierzu auch Vereine bei, die mit unseren neuen Mitbürgern Pool und Fußball spielen, zum Singen und zum regelmäßigen Treffen einladen und sie mit der sehr deutschen Tradition des Grillens vertraut machen. Aber auch unsere Gemeindemitarbeiter, die dank ein paar weniger, aber dafür sehr fleißiger Asylbewerber unser Dorf in Schuss halten, tragen hierzu bei. Stellvertretend möchte ich einfach nur nennen, zum Beispiel Ralf Brenneisen und Martin Hammer oder ein Robin Wildner, der mit unserer Jugend gestern die Tannenbäume eingesammelt hat. Menschen, die dazu helfen, dass das Leben bei uns im Dorf lebenswert wird. Oder ein Hans Doppler, der immer da ist, der sich um den Grünkohlplatz kümmert, weil er sich einfach noch verbunden fühlt.
All Ihnen sei gedankt. Die Juggling Jokers existieren seit 1999 und zeigen uns jetzt heute Abend hier einen kleinen Ausschnitt aus ihrem vielseitigen Können. Grüßen Sie mit mir ganz herzlich Christoph Reas und Thilo Fischer. Vergangenen Jahren auch, möchte ich aber auch eine Person mit der Wolfgang von Dalberg-Medaille ehren. Viele Menschen haben diese Ehrung bereits erhalten und viele unter uns sind ihrer noch würdig. Einen Mann, den sicher der Großteil der Essinger kennt, ich bin überzeugt, hier kennt ihn jeder, habe ich in diesem Jahr herausgesucht. Er passt besonders gut in den Reigen der Ehrenamtlichen und es spricht für ihn, dass er eben auch schon hier vorne stand. Wolfgang Fulz. Du bist unterwegs, wenn es darum geht, Spenden zu sammeln. Du siehst, wo es klemmt und bist auch bereit, dich dafür einzusetzen, dass Dinge besser laufen. Stellvertretend für die Ortsgemeinde Essingen danke ich dir für diese Verbundenheit und Unterstützung unserer Vereine und unseres Dorfes. Wir hoffen, dass du uns weiterhin noch so selbstlos zur Verfügung stehst. Wir wünschen dir und deiner Familie für das kommende Jahr viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit. Ich überreiche Wolfgang eine Urkunde. Ich verlese gerade, was draufsteht. Alles ging gar nicht drauf. Ich habe es in geraffter Form auf diese Urkunde gebracht. In Anerkennung seiner 37-jährigen Mitgliedschaft wird Herrn Wolfgang Fulz die Wolfgang von Dalberg-Medaille der Gemeinde Essingen verliehen. Wir danken damit für die beispielhafte Mitwirkung in unserem Dorf und wünschen noch viele Jahre in Gesundheit und Wohlergehen. Wolfgang, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Susanne, ich darf mich recht herzlich für die Ehrung bei der Gemeinde Essingen bedanken. Danken möchte ich aber auch all denen, die mir in dieser Zeit zur Seite gestanden haben und mich begleitet bei meinen Vorhaben. Denn ohne die ganzen Menschen hätte ich das alles nicht geschafft. Einer alleine kann das nicht erreichen. Darum meine ganz herzlichen Dank an die lieben Menschen, die mich dabei unterstützt haben. Zum Schluss möchte ich noch im Namen der Essinger Vereine zwei Herren hier in Essingen oder beziehungsweise drei, der eine ist ja gar nicht da, meinen Dank aussprechen und Ihnen ein kleines Geschenk in Form eines Gutscheins überreichen. Diese zwei Herren, das ist nicht selbstverständlich, dass sie ihren Dienst hier in Essingen verrichten, auch außerhalb ihrer Dienstzeit. Und als kleines Dankeschön im Namen der Vereine darf ich Wolfgang Doppler und Sergei Jakubow bitte zu mir bitten. Und einen Gutschein für zwei Personen, für die Essinger Wirtschaft. Da können Sie mal eine Auszeit nehmen und etwas Vernünftiges essen. Ich hoffe, es schmeckt euch. Selbstverständlich könnt ihr auch was dazu trinken. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Nochmal, also vielen Dank für eure Mühe, die ihr immer erbringt und die Bereitstellung eurer Arbeitskraft. Vielen Dank. Der andere Gutschein, das ist nur für eine Person, da ist er leider Gottes alleine, das ist für Hans Doppler, er ist heute nicht anwesend. Ich freue mich bei der Gelegenheit auch
einige unserer Asylbewerber hier begrüßen zu dürfen. Ich finde es sehr schön, dass Sie teilnehmen an unserer deutschen Kultur, dass Sie da sind. Zuvor freue ich mich aber noch auf die Worte unserer Beigeordneten Pia Werling. Und ich sehe gerade so aus dem Auge heraus, dass ich jetzt auch unsere Weinprinzessin Jessica I. ganz herzlich begrüßen darf. Ja, sehr geehrte Frau Volz, sehr geehrte Essinger, überhaupt liebe Anwesende. Bereits erwähnt, vertrete ich heute die Verbandsgemeinde. Also ich selbst komme immer wieder gerne nach Essingen. Das letzte Mal war ich im November hier in Essingen, und zwar auf dem vorweihnachtlichen Seniorennachmittag der Verbandsgemeinde. Ich war ein weiteres Mal hier, das war im Juni, und zwar auf Einladung der Essinger Eulenbühne. Von meinen Besuchen habe ich den Eindruck mitgenommen, dass Essingen über ein lebendiges und funktionierendes Gemeinwesen verfügt. Ich wünsche Ihnen nochmals persönlich alles Gute. Mit Ihnen, Frau Volz, eine weiterhin gute, erfolgreiche und so angenehme Zusammenarbeit zum Wohle der Ortsgemeinde Essingen. Vielen Dank. Heute Abend hier in Essingen begrüßen, und ich möchte Ihnen allen ein frohes neues Jahr 2016 wünschen. Für mich als Weinprinzessin war das vergangene Jahr wieder eine Freude gewesen. Daher möchte ich nun mit Ihnen gemeinsam anstoßen auf ein tolles Jahr 2015 und auf das Jahr 2016, in welchem wir unsere Vorsetzung dieses Jahr hoffentlich einhalten können. Des Lebens wahrer Sonnenschein ist guter Wein und fröhlich sein. Oh. Ja, sehen Sie, meine lieben Besucher, das ist der Vorteil, wenn man Weinprinzessin hat, ist, man hat als erstes etwas zu trinken in der Hand. Weil es geht ja nicht, dass hier eine Weinprinzessin ohne Glas steht. Deshalb hat sie zuerst das Gläschen bekommen. Ich schließe mich den Wünschen an. Ich wünsche Ihnen und uns allen ein schönes, ein erfolgreiches, friedliches und vor allen Dingen gesundes Jahr 2016 mit vielen gemeinsamen Stunden, in denen wir fröhlich zusammen sein können, mit viel Kreativität, mit viel Anregungen, und wünsche uns jetzt noch viel Spaß miteinander. Applaus